Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespielfreunde, zu Dawn of War 2 Retribution. Ja, wir haben die ersten fünf Missionen der Ada-Kampagne bereits abgeschlossen. Haben jetzt noch auf Aurelia eine Sekundärmission offen, die uns Phantomdroids gibt. Yay. Oder den Iluzar. Und eine Hauptmission hier, die uns Warp-Kanonen gibt. Ich werde wahrscheinlich die Phantom-Droids erstmal nehmen, bevor ich die Lumpzahn nehme. Aber erstmal ableveln und ausrüsten. Energieschild. Warum nicht? So, was ist die beste Rüstung, die da? Widerstand gegen Zurückstoßen. Erstmal das Level up, würde ich sagen. Jo, mehr Schaden für die Rundprophetin. Oh ja, Immunität und Unterdrückung. Arbeiten wir uns erstmal auf die Lebenspunkte hier hin. Erhöht den Schaden des kinetischen Impulses, dass er sofort den Großteil der Infanterie tötet, ja. Gehen wir mal hier erstmal bei Schusswaffen weiter. So. Du kriegst die Rüstung. So, die Rüstung und die letzte Rüstung geht an dich. Deshalb behalten wir, bis wir die Phantomdruiden freigeschalten haben. Speer. Ist der Hagunzar auf jeden Fall besser? Das da ist allerdings ein Fernkampf, eine Fernkampfwaffe. Egal. Das heißt, du kriegst das Teil. Ja, so ist alles okay. Das behalten wir uns auf. Der Aspektstein für die Spinnenbrut, der ist immer noch am besten. Ja. Ein Autarchin mit einem Kettenschwert. Ja, warum nicht? Aber versuchen wir es einfach mal. Das Kommando hat sich gemeldet, will einen Bericht. Schon das vierte Mal in dieser Woche. Wenn wir ihnen weiterhin nicht antworten, wird es nicht lange dauern, bis sie herkommen. Die müssen sich doch wundern, wer ihre Munitionsabwürfe annimmt. Die können sich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag jede Minute melden, wenn sie wollen. Wir werden nicht antworten. Sie haben das Geflüster gehört. Sie wissen doch, Ulk, der Wille, die Stimme. Wir gehören jetzt ihm. Er ist hier, während die uns verlassen haben. Wenn irgendwer diese Munition haben will, dieses Fleisch haben will, dann muss er es von uns holen. Klar, natürlich, Sir. Für Ulkaia. Während diese Primitiven sich selbst bekriegen, haben wir die Option zuzuschlagen und uns Ressourcen zu verschaffen. Ja, machen wir das einfach mal. Steigert den Schaden von Warpspinnen, steigert die Gesundheit von Banshees. Wäre ich einen Rat der Seher nehmen würde, aber mit drei Helden bin ich besser dran. Ich ersetze nur ihn hier. Weil dann habe ich nachher auch bessere Gesundheit für Phantomdruiden. Ja, die Mission ist etwas lästig, sage ich mal. Wegen unseren guten Freunden, den Mantikoren.
Durchbruch. Eindringlinge an Kontrollpunkt Tertius. Alle mal an die Waffen. Schießt sie nieder. Bringt ihr Fleisch zum Lager. Ulkair soll heute Abend ein Festmahl haben. Ob Elderfleisch so bekömmlich ist? Ich weiß noch nicht, was ich ihm geben soll. Wahrscheinlich eine Schurikenkanone. So, holen wir uns die Ressourcen hier. Okay, der da könnte nervig sein. Gut, sind alle down. So, jetzt müssen wir das Tor erstmal zerstören. Wir werden es zerstören. Ach ja, ein paar Warp-Spinnen. So, machen wir das Fahrzeug kaputt. Ihr müsst in die Mauer rum. Diese Welt ist nicht mehr lang. Das Ziel ist hier. Die Schüsse kommen aus dieser Richtung. Ein weitaus besserer Stand. Der Kampf. Da sind Ogrins, die sind aber kein Problem. Das haben die jetzt davon. Nehmen wir den Punkt ein. Und holen mehr Warpspinnen. Das Ziel ist ausgelöscht. Wobei, wir haben ja jetzt den guten Rat der Seher. Also eigentlich einen Runenleser in unseren Gardistentrupps. Wir sind versammelt. Also sollten wir sie auch einsetzen. Ja, vor allem stehende Entschlossenheit nutzen. Ja, da ist ein Manticore und da müssen wir durchs Tor durch. Ich stimme zu. Eine gute Fähigkeit einfach. Durch die Hand eines Elders fallen. Jetzt ist es soweit. Ich bin unterwegs. Wieso erlaubt ihr den Eindringlingen noch zu atmen? Sie laufen ungeschützt herum, betteln darum, abgeschlachtet zu werden. Manticore-Batterien, Vergelter und Justice, zermalmt sie unter euren Raketen. Ja, da kommen die. Ihr zieht euch zurück, um nachzutanken. Oh ja, Chaos-Kultisten. Okay, so kann man es einfacher machen. Und wieder fließt Menschenblut. Sogar schneller als Gedanken. Stirb für deinen Impfstoff.
Imperator Scherge. Das Weltenschiff ist unsere Heimat. Das haben die erschaffen. So, schalten wir schnell mal das MG hier aus. Es ist nicht ausgeschalten. Ärgerlich. So, das MG ist weg. Das heißt, wir sind nicht mehr unterdrückt. So, steigen. Kriegen wir das schneller hin. Truppen nachrüsten. So, hier ist noch ein Manticore. Den Bunker räumen. Okay, den Bunker platt machen, das geht auch. Gucken wir mal, was in den Kisten noch drin ist. So, die Warp-Spinnen. Die machen erstmal das Teil weg. Okay, der Manticore hat es diesmal überlebt. Das ist nicht so schön. So. Sagen Sie, was verlangt wird. Truppen heilen. Punkte einnehmen. Dann können wir schon mal neue Warp-Spinnen rufen. Ihr habt keine Chance gegen Elder Macht. Selbst jetzt ich. In den Händen der Elder. Bin jetzt unterwegs dort. Und da werden wir von Chaos Gewürm angegriffen. Ja, einen von den Jungs. Gut, wir haben jetzt einen zweiten Phantom Lord. Oh, ihr da. Lasst da bitte noch einsacken. Du kriegst mal mehr Lebenspunkte. So, und die solchen Marines ausschalten. Ja, solchen Marines. Nervig, wenn sie explodieren und alles unterdrücken. Gut. Ich stimme zu. Eine gute Position. Es ist nur noch ein Manticore übrig, glaube ich. Nämlich der da. Im Augenblick sind nur die einen Warp-Spinnen angeschlagen, die ich allerdings nicht nachausbilden möchte, weil es Beschworene sind. Für die kriege ich halt keine Anforderungspunkte zurück. Ja, Ulkair ist immer noch da.
So, machen wir beide die Rustpanzer schnell weg. Kommt hier noch was? Bin unterwegs. Nö, gerade nicht. Okay. Da es hier auch gleich wieder einen Punkt gibt, mache ich mir gar nicht die Mühe, das Tor einzureißen. Verstehe. Bin auf dem Weg. Sondern übernehme einfach den Punkt hier. Wobei ich erstmal hier die da loswerden muss. So, sehr gut. Ohne dass ein einzelner Trupp reingekommen ist. Das ist schon mal sehr praktisch effektiv. Oh, da ist noch ein Manticore. Okay. Gut, erstmal holen wir uns den Manticore. Kommandant, wir nehmen Schaden. So, Manticore. Der Manticore ist weg, die Ressourcen sind eingesammelt. Wir holen uns den Energiepunkt. Wir stehen auf neuer eroberten Grund. Ja, jetzt kommt wieder etwas, was wir schon bei der Tyranniden-Kampagne hatten. Oh, hier sind noch Boxen. Die sollten wir erstmal mitnehmen. Und zwar die... Ja, wie soll ich sagen, denn... Oh. Erstmal sind da doch Ressourcen. Die... Feinde im Anmarsch auf unser Munitionslager. Genau. Die Soldaten hier sind feindlich. Bei den Imperialen, beim Imperialen Durchgang waren die Verbündete. Okay, das ist böse. Also die Singularität ist böse. So, da ist ein Chaos-Dreadnought, der aber schon fast kaputt ist. Ja, wir müssen uns jetzt halt hier wieder gegen die Wellen verteidigen, nur dass wir es diesmal alleine machen müssen, ohne die Verstärkung von die verbündeten Trupps. Das haben die jetzt davon.